18. Juli 2024. 350 Tonnen Stahl kommen in Bad Rappenau an. Ein U-Boot fährt durch das Land. Eine Schlüsselstelle auf dem Transportweg. Hier will und muss U17 durch. Party in der Stadt und ein Lied. Ein U-Boot in Bad Rappenau. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Schon die Kleinsten in der Kurstadt können den extra komponierten Song der Dorfpiraten mitschmettern. Mit einer speziellen Drehvorrichtung wird U17 auf die Seite gekippt. Denn heute Nacht soll es über diesen Bahnübergang gehen. Und das wird verdammt eng. Denn auch gekippt ist das U-Boot zu hoch für die Oberleitungen. Rücksprung, 4 Tage vorher. Hasmersheim am frühen Morgen im Scheinwerferlicht. Die Transportcrew hat eine wackelige Aufgabe vor sich. U17 muss sicher von dem schwimmenden Ponton an Land gebracht werden. Aufregend. Viele Schaulustige haben einfach direkt am Neckarufer die Nacht durchgemacht. Ich bin komplett begeistert. Jetzt mein Wochenerlebnis. Ich war gar nicht im Bett. Echt? Ganze Nacht hier gewesen? Ja. Spannend dran. Ja, das wird nie wieder passieren, dass auf dem Neckar ein U-Boot fährt. Das ist gigantisch. Ist das das Abendbier oder das Morgenbier? Beides. Im Naturhafen in Speyer hat die Mannschaft um Frieda Sahm das mehrstündige Verlademanöver schon mal hinbekommen. Aber noch nie in einem fließenden Gewässer. Der Ponton ist vor Anker. Da sind extra 2 dicke Zusatzanker noch gekommen aus Holland. Und das Schubboot wird sich nachher seitlich an das Ponton platzieren, sodass es gegen die Strömung drückt. Also es liegt dann immer ganz genau gerade. Die Crew hat nur 6 Stunden Zeit, denn nur so lange darf der Neckar für das komplexe Manöver gesperrt bleiben. Es dämmert. Der Tag bricht an, die Verladeaktion beginnt. Der 100 Tonnen schwere Auflieger muss genau unter das aufgebockte U-Boot gefahren werden. Alles scheint in Zeitlupe zu laufen. Es dauert 5 Stunden, aber auch jetzt hat der Chef eigentlich keine Zeit für ein längeres Interview. Es war klar, dass es gut klappt. Ja, das ist so, ja, wenn wir was machen. Und froh ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Uns sitzt ein bisschen die Zeit im Nacken, dass wir den Neckar wieder freikriegen. Ja. Deswegen müssen wir uns jetzt auf das fokussieren, dass wir das Ponton leer kriegen und abgeräumt kriegen. Wir müssen die Rampe nachher noch mit verladen mit dem Autokran. Das wird auch noch ein bisschen tricky, bis wir den dahinter durchkriegen. Ja. Deswegen habe ich jetzt eigentlich für. Ist alles nice to have, aber im Moment ist die To-Do-Liste was anderes. Ja. Danke. Der nächste Tag. Der 50 Kilometer lange Straßentransport beginnt. Immer noch Partystimmung in Hasmersheim. Viele Hasmersheimer sind auf die sockennahe Begegnung perfekt vorbereitet. Ich glaube, in meiner Lebenszeit wird es nicht mehr passieren, dass ein U-Boot an meinem Wohnzimmer vorbeifährt. Also von daher, wir freuen uns. Ein Event für Hasmersheim. Auf Frieda Sahm und seine Leute wartet am Ortsausgang von Hasmersheim ein Kreisel. Ja, das ist ja kein Problem. Wir fahren jetzt ab, hängen um, dann warten wir, bis du die Blechte hinten weggepackt hast. Genau, okay. Also, wir werden das Boot aus dem Kreisverkehr in diese Richtung fahren und dann umhängen und dann fahren wir rückwärts weiter. In einem Rutsch durchfahren, das geht halt mit einem fast 50 Meter langen U-Boot nicht. Nur von oben sieht das Manöver doch irgendwie einfach aus.
Ein paar hundert Meter weiter wieder eine Herausforderung. Das Förderband einer Zementverladung. Das Boot muss wieder auf die Seite geneigt werden, denn es ist viel zu hoch. Das Problem? Die Straße ist abschüssig und deswegen muss der Koloss beim Drehen abgestützt werden. Und das dauert mehrere Stunden. Trotzdem warten Dutzende U-Boot-Fans in der sengenden Julihitze. Wasserwaage, Container, Wasserwaage holen. Legen wir Wasserwaage da oben rein, das hat uns. Ich habe gar nicht auf Uhr geschaut. Wie lange stehen wir schon? Zwei Stunden. Zwei Stunden? Und? Ja, cool. Wenn jetzt dann mal noch was passieren wird, noch cooler. Ja, dreieinhalb ungefähr. Haben Sie schon mal dran gedacht, wegzugehen? Öfters, aber dann denken wir immer eine halbe Stunde noch, ah, das schaffst du noch. Und, Den Drehvorgang würde ich schon noch gerne sehen. Ja. Was denken Sie, wann geht's los? Ja, eine halbe Stunde. Ist hier ein Zauberwort gerade. Wer bis zum Ende wartet, wird verzaubert. Eine Weltpremiere. Die erste Fahrt eines gekippten U-Bootes auf einem Tieflader. Drei Tage später in Bad Rappenau, kurz vor Mitternacht. Damit das U-Boot unter den Bahnoberleitungen durchpasst, sollen die angehoben werden. Aber geht das auch schnell genug? Alle hier hoffen es. Zu dem Zeitpunkt weiß das aber noch keiner. Wir werden 23.30 Uhr werden wir anfangen. Und dann wird man sehen, wie lange wir brauchen. Ja? Also ich hoffe, dass es relativ zügig geht, dass wir alles wieder freigeben können, damit alles wieder rückgebaut werden kann und dass die Sperrung natürlich so kurz wie möglich ist. Kurz nach Mitternacht, der entscheidende Moment für Frieda Sahm und seine Leute. Das U-Boot taucht unter den Bahnoberleitungen in Bad Rappenau durch. Und die bleiben unbeschädigt. Drei Nächte später, es geht ein Stück über die vollgesperrte Autobahn 6. Ein Teil sogar quasi als Geisterfahrer. Obwohl es nur ein paar weitere Minuten auf der Autobahn bis zum Ziel wären, muss U17 abbiegen. Denn eine Brücke über die Autobahn ist für das U-Boot zu niedrig, selbst in Seitenlage. Drei Tage später bei Ittlingen im Kraichgau. 350 Tonnen Stahl plus 100 Tonnen Auflieger müssen über eine Brücke, die maximal 5 Tonnen Gewicht aushält. Deshalb haben Frieda Sahm und seine Crew eine Art Behelfsbrücke aus Stahl gebaut. So ein Flyover hat kein Problem mit den 450 Tonnen Gesamtgewicht. Es gab keine andere Option, das ist die einzige Möglichkeit. In Ittlingen ist eine Brücke von 1870 und das ist eine doppelte Rundbogenbrücke, die wir auch überspannen wollten mit zwei Flyovern. Das ging nach diesen großen Regenfällen im Juni ging das nicht mehr, dass wir da die Last abtragen in den Bereich zwischen den zwei Brückenteilen. Da hat der Bodengutachter sein Okay nicht mehr dazu gegeben. Der technische Transportchef Frieda Sahm ist heute unter Strom. Keine Zeit für ein Interview. Aber in der Menge stehen jede Menge Frieda-Fans, die gerne erzählen, warum sie den Mann, der den Helm aufhat, so toll finden und sich sogar Autogramme holen. Ich kenne keinen, der so einen Transport managt. Und er strahlt eine wahnsinnige Ruhe aus. Als die Concorde vom Bade-Airpark nach Sinsheim gekommen ist, war mir dabei. Und da haben wir das erlebt, wie das damals von Frieda Sahm der Transport gemacht wurde. Und es ist absolut faszinierend, mit welcher Präzision sowas abgehandelt wird. Er ist auf jeden Fall ein großer Held. Und dann fährt der Held über die rote Stahlbrücke.
Weiter geht's in Richtung Ortsmitte von Ittlingen. Auch hier jede Menge U-Boot-Fans. Und manche wollen unbedingt ein Foto mit Frieda Sahm mitnehmen. Würden Sie denn das U-Boot gegen Ihren Traktor eintauschen? Nee. Nee. Was soll ich mit dem U-Boot? Ein paar hundert Meter weiter, eine Engstelle. Alle, die hinter der Absperrung stehen, wir müssen noch 2-3 Meter zurück. Ist besser für euch, dann steht ihr auch noch mehr im Schatten. Und ansonsten darf ich auch alle hier auf der Straße bitten, auch den Bereich jetzt zu räumen, damit wir hier gefahrlos alles aufbauen können. Vielen Dank für euer Verständnis. Haben wir eine Gasleitung, da war ich heute Morgen um 7:30 Uhr. Die wurde jetzt mit Stahlblech überbaut. Wir fahren da schön langsam drüber. 2 Tage später in Hilsbach. Von hier aus sind es nur noch ein paar Kilometer bis ins Ziel, Technikmuseum Sinsheim. Nicht nur Gasleitungen werden mit speziellen Platten geschützt, sondern auch andere Straßenoberflächen, damit der Tieflader mit seinen 30 Achsen und 240 Reifen nichts kaputt macht. Auch hier wieder Frieda-Fans an der Strecke. Und ganz klar, am Ende erreichen Frieda und seine Jungs natürlich planmäßig ihr Tagesziel, das Bundesliga-Stadion der TSG Hoffenheim. Die nächste Nacht Nordseewetter. Die letzte Hürde für U17 steht an. Der 50 Meter lange Stahlkoloss muss auf die andere Seite der Autobahn kommen. Dafür wird die A6 mehrere Stunden lang voll gesperrt. In dem Bereich, wo jetzt die orangenen Blinklichter sind, sind die Betongleitwände in der Mitte herausgenommen worden. Und da werden wir die Autobahn wieder queren. Da sind wir also wieder kurz als Geisterfahrer unterwegs. Noch 200 Meter weiter vorfahren. Umhängen und dann mit dem Boot praktisch rückwärts die Ausfahrt nehmen. Ich habe ihn schon gesehen letztes Jahr in Speyer und jetzt haben wir auch die einzelne Etappe verfolgt. Also das ist wirklich einmalig. Etwa eine Stunde später als geplant ist das riesige Gespann dann endlich auf der anderen Seite der A6, auf der auch das Museum ist. Der nächste Tag, großer Bahnhof für U17. Nach 4 Wochen Transportmarathon fährt die Crew auf das Museumsgelände. Ein besonderer Moment, vor allem für die ehemaligen U-Boot-Fahrer, von denen viele nach Sinsheim gekommen sind. Tränen fließen. Das ist schon sehr emotional. Und zu wissen, dass er nicht in den Hochofen geht, sondern dass er hier steht. Und dass er hier für weitere Generationen zu sehen ist und zu besichtigen ist und man sehen kann, was das für eine tolle Technik war. Ungeheuer erleichtert und glücklich und überglücklich. Es war ganz bewegend, als das Boot hier dann auf den Parkplatz fuhr. Wir sind an unserem Ziel, das ist einfach unglaublich. Und Frieda Sahm? Auch der Schwertransportexperte scheint schwer beeindruckt von der 4-wöchigen Tour. Wir haben da eigentlich, möchte ich behaupten, so eine Art Begeisterungswelle ausgelöst. Und das fand ich auch das Schöne. Alle Altersklassen vom Vorschulkind bis zum, die älteste Frau, mit der ich mal gesprochen habe, die war, glaube ich, 97 Jahre alt, war geistig noch topfit, wollte sich das nicht entgehen lassen, ja, dass sie das auch noch miterlebt. Und das fand ich klasse.
U17 ist in seinen letzten Hafen eingefahren. In Sinsheim wird es jetzt herausgeputzt und nächstes Jahr können seine Fans das Boot dann auch von innen betrachten.